Hallo meine lieben Freunde und willkommen zurück zu Dorkikas. Ja gut, also ich hatte 40 Minuten Rohmaterial von Dorkikas und ich dachte so, ja gut, kann ich mal so ein paar Parts mehr jetzt machen. Und ja, dann viel Spaß mit dem Video und weiter geht's. Level deswegen. Deswegen sind wir hier halt noch in so einem Trainings. Maschine, Alter. Zum Beispiel so da hinten in der Ecke hätte auch halt auch einer sein können, so, ne, aber. So. Schön immer in diesen scheiß Raum reingucken, weil da kann halt jederzeit halt ein Gegner auf einen böllern. Ne? Checkt ihr schon? So, der kann da halt jetzt da drauf böllern, weil er da weiß, dass der Gegner da ist. So. So, dann könnte der da halt noch eine Flashbang reinwerfen. Auf meinen Befehl. Geht er dann dahin, guckt da in die Ecke, weil da kann halt locker noch einer sein. Weil, wenn man halt jetzt, das Rote bedeutet halt, dass der Gegner aus dem Blickwinkel ist. Also, dass man da zuletzt den Gegner gesehen hat. So, und an dieser Statur davon sieht man halt, dass er locker noch hier so reinpassen könnte. Oder halt hier noch, könnten halt noch zwei sein. So, ne? Also, die Level sind eigentlich vom Grundbau eigentlich immer gleich. Aber jetzt zum Beispiel hier in diesem Raum waren zwei Leute und das ist halt random, wie sie platziert sind. Also könnte sein, dass der halt da wäre oder halt da. Also zum Beispiel jetzt der da da und der da da wäre. Oder halt jetzt der hier oder weiß ich jetzt nicht. Also die Platzierung von den Gegnern ist halt immer random. Also weiß ich jetzt nicht genau, ob da jetzt der ist oder da, aber ich würde vielmehr vermuten, dass er da ist. So halt. Okay, der eine war richtig krass verletzt, wie man es gesehen hat. Der war halt einfach schon so rot angelaufen. Gä? So, ja, hier, Zeitlimit. Ja, gut, ne, weil ich auf die Flashbang gewartet habe, aber. Nicht schlimm. Ich versuche, ich mache später noch vielleicht. Ich spiele vielleicht später noch das Spiel auf 100% durch, aber. Ist ja auch egal. Sehen wir hier vier Gegner. Hier sehen wir auch noch den Aufbau von der Map. Ja. Ich guck mir das eigentlich meistens nicht an. Ich gucke mir das meistens im Level an. Eigentlich voll dumm, dass ich mir das nicht angucke. Weil, wenn ich weiß, also wenn ich weiß, wie viele Gegner da drin sind, dann. Ja, eigentlich voll dumm, dass ich mir das hier nicht angucke. So. Davor nicht angeguckt habe, aber mal gucken. Also sind vier Gegner. Also könnten wir so sagen. Jo, hier könnten jetzt zwei drin sein, hier könnten zwei drin sein, hier könnten drei bis vier drin sein, also. Ich glaube jetzt nicht, dass hier so viele. Hier sieht man auch halt noch so Sofa, also könnte da halt noch eine Entdeckung dahinter stehen, hier vorne oder da vorne halt. Oder einer könnte hier im Flur auf einen campen, weiß ich nicht. Hier, wo steht da? Camper. Ich hab das doch nie durchgelesen, echt jetzt. Live, okay, alles klar. Okay, dann schicke ich den hier mal und sage dem, yo, guck mal da. Und wenn das sicher ist, dann kommt hier hin. So. So, schön auf deinen Rücken aufpassen. Ne? So, da guckst du da rein. Obwohl, ich glaube, der stellt sich hier so hin. Ne? Nicht ganz. So. So, habt ihr gesehen? So, wenn es sicher ist, dann kommen wir wieder hier hin. Also, da ist keiner, also vermute ich mal, dass da einer ist. Also so. Schön auch in die Ecken gucken. Okay, da ist keiner. Ja, das ist irgendwie noch voll scheiße gemacht, dass die dann halt nicht wirklich genau auf die
auf die Kommandos hören. Zum Beispiel, der ist halt hier an dieser Ecke vorbeigegangen und das hat sie irgendwie angefangen zu spacken oder sowas. Da hat er halt nicht mehr nach dahin geguckt, was ich eigentlich gesagt habe. So, einen guten Blickwinkel bekommen. Ich habe noch letztens mitbekommen, das stand unten, also in diesem Startbildschirm, wo man hier vorne das auswählen konnte und da vorne sowas war. Dann stand hier unten so Action Squad und dann darunter war so eine Nachricht, dass da irgendwie Dockgas 2 rauskommt. Und ich habe auch schon gesehen, dass man das bei Steam wishlisten kann. Also darauf hätte ich schon mal voll Bock, das zu let's playen. Also wenn euch das hier schon so gefällt. So, schicken wir mal den da rein. Okay. Nice. Okay, also die Gegner müssen auch nachladen, also sind sie jetzt nicht so krass OP. Er hat schon so ein paar Schüsse da reingefunden, ne? Ne, warte mal. Der passt. Ja, der geht hier vorne hin und passt da vorne auf die Gänge auf. Okay, der Typ ist jetzt verletzt, deswegen schmeiß ich da jetzt eine Flashbang hin. Es gibt auch später noch so einen Taser, den man seinen Einheiten kaufen kann. Aber den habe ich halt irgendwie nicht benutzt, weil ich den Sinn dahinter irgendwie nicht so ganz gecheckt habe. Weiß ich jetzt nicht genau, ob man dann mehr Punkte bekommt oder so, aber pff. I don't care. Oh. Ja, hier sieht man es auch. Der steht halt hinter diesem Sofa und der hat so ein Schutzdingens. Ey, die verlieren so viel, so schnell Leben, Alter. Nochmal eine Frage an euch. Soll ich vielleicht mit Mods spielen oder ohne? Ah, yo. So, der letzte. Soll ich vielleicht mit Mods spielen oder ohne? Weil, mit Mods ist das halt angenehmer für mich. Weiß nicht, ob es euch dann so stören würde. Oder soll ich zuerst das Spiel ohne Mods durchspielen oder... Also, wie wollt ihr das machen? Wie hättet ihr das gerne? Ich mach mal hier so diesen E-Ding da. Mach ich halt mal eine Umfrage, wie ihr das gerne hättet. Okay, okay, fetter Raum. Ja, hier ist so eine Tür. Kann man seine Einheiten so davor postieren. Sagen, yo. Ah ja, hier ist dieses, ja, diese Spionkamera-Ding da, ne? Kann halt einer von denen halt so da drunter gucken. Da guckt er halt, packt er so ein Ding da so drunter, ne? Und da kann man sich hier halt so umschauen. Ja, sieht man, da vorne sind halt drei Gegner. Und da vorne ist halt einer. Ich dachte, der Blickwinkel von denen ist größer. Also von der Kamera. Egal. Tief vorteilhaft. Dann kann ich sagen, ey, yo. Du gehst dorthin. Und sicherst das da, also das da, ja moin, vor allem das da, ne? Mhm. Sicherst den Typen da und der wird dann da so reingehen und dann, ne? So. Das ist halt Mission eigentlich, ne? Ja, machen wir einfach mal weiter. Erledige die Gegner, bla bla bla. Okay. Ah ja, hier dran erinnere ich mich noch. Kann ich? Oh, ja. Oh. Geil. Also hier vorne habe ich halt 8 Sterne. Das ist sowas wie die Währung hier. Dann kann ich halt meinen Einheiten halt jetzt zum Beispiel bessere Panzerung kaufen oder halt jetzt eine bessere Waffe halt, ne? Also bessere Panzerung hätte ich schon Bock drauf, weil die kassieren halt die ganze Zeit auf die Fresse.
Aber ich, Mann, ich kann halt nichts davon kaufen, ne? Also am besten, am liebsten hätte ich die hier halt, weil, Alter, die ist halt mega. Aber dadurch wird halt deren Beweglichkeit halt ultra eingeschränkt. Also die hier wäre schon optimal, wenn ich die hier schon hätte. Hat auch eine Waffe? Ah, nee. Starten wir einfach mal. So. Ja, sag ich einfach mit dem Typen, der passt da auf. Der guckt da so drunter. So, guck dir mal die Pflanzen da an. Okay, da vorne sind zwei Gegner. Okay, dann könnte ich ja auch den hier dort so hinstellen, dass er beide im Blick hat. Oh, Jackie dreht richtig durch, Alter. Wer es nicht weiß, ich habe einen Hund. Dann sage ich dem: Du machst die Tür auf. Komm. Komm rein da, rein da, rein da. Okay. Das, ich habe halt jetzt den Zeitpunkt ausgenutzt, als die nachgeladen haben. Hat man ja auch gesehen. Dann können die halt nicht schießen. Und dann habe ich einfach beide reingeschickt, weil es dann safe ist. Naja, safe in Anführungsstrichen, weil da vorne könnte ja noch einer sein oder da, ne? Die könnten sich halt auch noch bewegen. Das ist halt auch ein Problem, aber... So, der sichert da. Oh oh, oh oh, oh oh, oh oh. Okay, der ist richtig am Arsch. Der bleibt erstmal da. Okay. Ah, das ist richtig scheiße. Das ist richtig scheiße. Okay. War leichter als, ja. Und sogar noch 3 Sterne bekommen. Ne, moin. Ja, geil, dann könnte ich halt den jetzt, noch... Rüstung kaufen. Ja, Schussweste, was auch immer. Ich weiß nicht, soll ich sparen? Ach komm, ich spare mal auf die fette Rüstung, weil dann verschwende ich nicht mein Geld auf die Billo-Weste hier. Aber ich habe halt auch noch gerade keine weiteren Einheiten. Das ist scheiße. Ja, das ist safe, da ist nur dieser eine Tür da. Ne, warte mal. Ja, warte mal. So, gehst da hin. Machst die Tür auf. Du gehst da rein. Du checkst die Räume. Meine Maus hängt hier richtig scheiße. Moment. So. Die hängen hier so komisch an den... Nein. Ach komm schon, Alter. So. Hier hin. Nein, Junge, du sollst hier hin und dann den scheiß Raum aufmachen. So. So, wenn es safe ist. Dann soll er hier hin. Da den Raum aufmachen. So, zack.
Und dann kann der dann hier hinter den. Oh gut, das ist der Plan fürs Erste. Ja, scheiße. Ach du Scheiße. Du wirfst eine Flashbang hin. Dann kommt dein Compadre. Hier so. Ach du Scheiße. Ja, da wird wahrscheinlich keiner mehr drin sein. Nein! Scheiße! Neu starten oder ohne? Ja, scheiße! Es gibt auch übrigens, ich habe mal im Editor geguckt, jetzt nur so nebenbei. Es gibt auch einen Editor im Spiel und im Editor habe ich es geguckt. Die Geräte hier, zum Beispiel Fernseher oder hier Telefon, die können also so, die haben so ein, die können so Geräusche abgeben, so. Mach ich mal. Hier die diese Umgebungsgeräusche. Und, sie haben mich eigentlich immer so früher gestört. Ich weiß jetzt nicht. Stören so, ich stelle sie einfach mal runter. So, sag einfach mal, ob das nervt oder so, oder ob ich es wieder lauter machen soll. So, jetzt zurück zum Thema. Okay. Ja, ein SWAT-Mitglied verloren. Und halt Time Limit, also ne, ist problematisch. Ich weiß jetzt nicht genau, ob ich den noch habe oder. Ja doch, ich habe ihn noch. Okay. Ich glaube, das war bei den. Es gab auf jeden Fall solche Missionen da. Story, ich nenne es einfach mal Story Modus. In diesem Story Modus gab es dann. War das dann so, wenn halt ein Trooper gestorben ist, dann war das halt Permadeath, dass man ihn dann nicht zurückbekommen hat. Und ja, ich glaube, dass mir bis jetzt nur einmal passiert, dass ein Trooper da so komplett gestorben ist, so. Also, normalerweise starte ich dann das Level neu, wenn mir einer abnippelt. Aber, I don't care. So, Leute, aber wie ist hier weitergeht, das seht ihr in der nächsten Folge. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Lasst ein Like da, einen Kommentar, am besten ein Abo. Darüber würde ich mich am meisten freuen. Ich habe noch eine Frage an euch so. Sollen die Parts so ungefähr so lang sein wie der hier, also so 20 bis 25 Minuten lang? Oder der so wie der erste Part, so 10 bis 15 Minuten hier abstimmen und so, weiß nicht, ne? Und habt ihr wirklich Bock auf das Spiel? Keine Ahnung, Alter, weil ich hab Bock drauf und ich will aufnehmen und aber ich weiß nicht, ob ihr es mögt und so, ne? Also, ja, irgendwie so. Ja, ich check dann hier die Videos ab, die hier gleich eingeblendet werden. Abonniert die Glocke hinein, ne? Weiß nicht. Ja, ich hab. Was laber ich wieder für eine Scheiße, Alter? Ja, einfach tschüss.